Soulfaker. Aber erstens, ich will Hardcore-Modus spielen. Also ich mache heißt nicht mit Absicht Scheiß, aber ich will sie mir jetzt übergeben aus zwei Gründen. Erstens, ich habe die Entscheidung getroffen, bevor du das geschrieben hast. Und zweitens, ich brauche jetzt Erfahrungspunkte, weil ich möchte Novize werden. Und wenn ich im Kloster bin und Magier bin, ich weiß, es ist ein langer Weg. Ich weiß. Aber wenn, dann rassiere ich eh alles weg. Ich bin mir komplett selbstsicher, ohne Witz. Ich bin da davon überzeugt, wenn ich Magier bin, Feuerpfeil, Feuerball oder so, ich spare mir alle Lernpunkte, Bolz auf Mana, kauf mir geile Runen, rassiere eh alles weg. Und wenn der Boy dann das Zehnfache will, dann schlachte ich halt kurz alle Viecher und verkaufe die und fertig. Krieg mal hin. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Was denn? Jetzt schickt er schon einen Laufburschen zu mir. Er hat die Hosen gestrichen voll, was? Naja. Was muss man machen Was bei will man von Workers so and einer Resources, Mick? Händlerpfeife auch erwarten? Er sagt, er will 3 Flaschen von deinem Rum dafür. Das hätte er wohl gerne. Erst lässt er mich hier ewig warten, kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein nur noch Forderungen. Hier, gib ihm 2 Flaschen, damit soll er zufrieden sein. Okay. Es ist aber trotzdem ein bisschen bitter, dass das nur 100 Erfahrungspunkte sind, ey. Wir pennen mal bis zum nächsten Morgen. Ein Wirtschaftsaufbausimulator, ein Kommunistenspiel. What the fuck? Das müsst ihr mir jetzt genauer erklären. Man muss eine Wirtschaft aufbauen, aber. Warum? Weil man alles plant, oder was, Mao Zedong? Wird alles geplant. Es ist alles nur geplant. Ejo, ejo. Das ist alles gar nicht den Unternehmen ihres. Sondern es gehört dem Staat. Okay. Was ist hier? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Workers and Resources ist das ultimative Echtzeit-Stadtbauer-Tycoon-Spiel im Sowjet-Stil. Laut der Beschreibung. Alles klar. Lol, ich würde nur T34 bauen. Komplett. Mache ich hier Stadtwirtschaftsspiel Company of Heroes 2 auch. Komplett nur T34 und ab und zu mal ein IS-2 zur Abwechslung. Und los geht's. Ist ganz gut, muss ich mir mal an. Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Ja? Ja, hast du was dagegen? Du hast hier nichts verloren, Kleiner. Ist es gerade sein Ernst? Alter, jetzt werde ich gerade richtig aggressiv. Ich laufe hier vorbei. Ich überlege mir gerade echt, ob ich ihm eine aufs Maul hau. Aber ich bin nicht der Typ dafür, um gleich Stress anzufangen. Nee. Reg dich nicht auf. Ich will nur ein Bier trinken. Okay, aber der Eintritt kostet dich 50 Goldstücke. Scheiße, Alter. Vergiss es. Du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt alles, was du hast, sobald du im Staub vor mir liegst. Und los geht's, Boys. Oh fuck, der ist hart. Oh fuck, der ist hart. Oh fuck, der ist hart. Oh fuck. Gold, das ist schon mal meins. Deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Ich habe was anderes gehört, was du inzwischen. Fuck, Mann. Er erzählt alles weiter. Warum soll ich mich denn noch an das kümmern? Hat er jetzt mein Bogen auch abgezogen? So ein kleiner Bastard. Mau, Alter, ich zerstöre dein scheiß Leben, Brudi. Immer am Arsch lecken. Ja, Lema, ist mir jetzt scheißegal. Ich muss in einem Bett pennen. Ich will meine Waffe zurück. Fuck, Mann, ich bin ohne Waffe richtig hart aufgeschmissen. Jetzt habe ich wieder so eine Kackwaffe. Ja, Lema, guck nicht so dumm. Und er hat auch noch mein scheiß Gold abgezogen. Es war so klar, dass es passieren wird. Das ist halt geil, wenn man eine Waffe hat.
Das ist halt geil, wenn man eine Waffe hat, die man öfter verwenden kann. Menschenskinder. Steck die Waffe weg. Kerlchen. Alter! Wie die Frauen gleich escaladen. Weg mit der Waffe. Na, warte, du. Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Ich zerstöre dein Leben. Mach ihn fertig! Bleib stehen, du Lump! Nein! Warum bin ich reingelaufen? Mit mir an. Er nimmt meinen Kurzbogen. Der Mistkerl hat noch nicht mal Gold dabei. Alter, hör auf. Nein. Er nimmt Gott sei Dank nicht meinen Kurzbogen. Das ist doch kein Komm, steh auf, Pudi. Ich zerstöre den so. Kurzbogen, wegbolzen. Er hat aber meine Waffe. Nee, der nimmt meine Kackwaffe nicht. Geil. Der zieht meinen Kurzbogen nicht ab. Bester Mann. Bitte spiel mal Dark Souls, okay? Machen wir erstmal Gothic durch. Also, wie viele Pfeile habe ich noch? 12. Kein Gold mehr und 12 Pfeile. Fuck. Okay. Wir müssen... Ich darf ihn, glaube ich, nicht umbringen. Wisst ihr, das Problem ist, wenn ich den umlege, mit dem Bogen töte ich den. Und wenn ich den töte, dann rasten die hier komplett aus. Steck die Waffe weg. Du wirst verzweifeln. Steck die Waffe weg. Hast du immer noch nicht genug? Steck die Waffe weg. Kluges Kerlchen. Ich hab was anderes gehört. Wenn ich reingehe, schlägt er mich wieder zusammen. Ha, ein Kampf. Jetzt wird's. Mach ihn fertig. Nicht schlecht. Leg dich nie wieder mit mir an. Der Mistkerl hat noch nicht mal Gold dabei. Erzähl mir nicht sowas. Okay, zweiter Versuch. Zweiter Versuch. Lol. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ich stell mich irgendwo hoch und snipe. Fuck. Das habe ich schon immer gesagt. Ich bin zwar ein Vollidiot, ich fange halt echt da Stress an. Es ist so unnötig gewesen. Warum habe ich jetzt Stress mit dem angefangen? Ich wollte gerade sagen, wenn nicht, kaufe ich mir halt wieder eine Waffe. Aber ich kann mir keine kaufen, weil ich kein Gold habe. Mann! Lol. Richtiger Horst. Ich glaube da nicht. Hast du immer noch nicht genug? Steck die Waffe weg. Na bitte, geht doch. Na bitte, geht doch. Ihr müsst es ja besser wissen. Ich hab noch den Vergessenszauber. Oder ich bolz ihn halt direkt weg. Jetzt wird's lustig. Jetzt, Brudi, komm her, Alter. Junge! Alter, mit mir fickt keiner. Ich zerstör dich. Komm, gib mir dein Gold. Wenn du meine Waffe nicht mehr hast, dann raste ich komplett aus. Er redet einfach. Er hat Wolfsmesser. Ich hab's gar nicht gewusst. Er sollte lieber den Mund halten. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Wie hat sich das jemals... Ficker. Okay. Entschuldigung, ich reg mich wieder ab. Darüber reden wir noch. Bin gerade getrollt. Choline Koju, ich grüße dich. Ich habe den Namen komplett falsch ausgesprochen. Du warst aber der letzte Follower von gestern Abend, ne? Choline Koju. Ich habe ehrlich gesagt immer noch nicht rausgefunden, wie man den richtig spricht. Aber ich bin gerade richtig erleichtert, Alter. Ich habe mein Gold wieder. Ich habe dem Typ auf die Fresse gehauen und habe meine Ehre im Livestream wieder. Und ich habe 10 Pfeile weniger, die sind mir egal. Aber ich gebe jetzt mein Gold aus, dass der mich nicht mehr abziehen kann. Aber wenn der die Waffe abzieht. Holy shit. Was kann ich? Das ist echt kacke, Mann. Egal, ich gebe jetzt ein bisschen Gold aus. Welche Ehre. Ehre genommen.
Kannst du mir beibringen, wie du alle, wie viel, zwei... Nein, ich will nicht, vielleicht später. Vielleicht. Ich will nicht lernen, wie man... Kannst du mir die... Dietriche kaufen. Wie Gold habe ich? 50 Gold, das passt perfekt. Jolene Kuyo. Jolene Kuyo. Schwierige Namen. Aber ich muss um Vergeltung beten, Leute. Ich muss um Vergeltung beten. Und Ino. Er hat dir dein Jungfernhäutchen genommen. Ja, so kann man sagen. Ich nenne dich einfach Joe. Oder? Joe. Beste. Leute, ich muss um Vergeltung beten. Und ihr müsst dabei sein. Deshalb nochmal Gottesdienst. Auf meinen Nacken. Weil ich halt jemanden verhauen habe. Der arme Boy. Der hat bestimmt auch halt hier, keine Ahnung, Tröpfchen in der Hose gehabt. Und jetzt muss ich mir kurz Innos, Adanos und die anderen Boys mir reinziehen. Ja, Innos, bester Mann. Und Hate auf Belia. Ja, also hatet Belia. Und wenn ihr Innos seht, donatet, gönnt ihm. Bester Mann einfach. Ich glaube, das ist eine Sie, kann das sein? By the way, finde das Overlay jetzt ziemlich gut. Danke für die Rückmeldung, Mick. Ich hab's auf Gothic ein bisschen angepasst vorhin, so dass man auch den Lebensbalken und so sieht. Aber vielen Dank für die Rückmeldung, Mick. Das freut mich natürlich, wenn's gut rüberkommt. So muss es sein. Ah, richtiger Holzkopf. Was? Das ist Watras, Alter. Das ist einer der Gelehrten. Prudi, er hat Ahnung von allem. Aber wenn du mit richtiger Holzkopf Belia gemeint hast, ja, dann hast du recht.